Willkommen zurück bei Spark. So, wir sind jetzt hier in der Lobby. In einer Lobby können 4 Spieler sein. Ich gehe schon mal auf Schlange beitreten. So, Player 1, das ist unser Kumpel DeLorean. Leider steht sein Name nicht da. Hallo, hier bin ich. Der spielt schon mal mit einem anderen. Könnt ihr schon mal ein bisschen zuschauen. So eine kleine Arena. Hallo. Oh, ich habe irgendwie das Gefühl, kann man auch im... Ja, anscheinend kann man auch im Spiel selber auch sprechen. Okay. Das wusste ich jetzt noch nicht. Richtig, richtig. Habe ich vergessen, dir zu sagen. Ja, okay. Okay, aber es ist auf jeden Fall coole Grafik, cooles Spielsystem. Man kommt völlig gut ins Schwitzen. Mehr als das. Auf jeden Fall. Die Regeln sind eigentlich ganz einfach. Man versucht mit dem Ball den Gegner zu treffen. Oder beziehungsweise abzuwehren. Wenn ihr den euren Ball habt, habt ihr eine Aufladung, womit ihr euren Schild benutzen könnt. Danach ist euer Schild weg. Und auch der gegnerische Ball kann auf ihn selber zurückprallen und das gibt euch dann auch einen Punkt. Ihr werdet das gleich sehen, wenn wir das Spiel beginnen. So, und wie gesagt, ich bin jetzt gerade in der Schlange und warte daran, dass DeLorean ihn fertig macht. Ist fast so wie Tennis, ne? Ja, oder Squash? Nee. Naja. Nee, auch nicht. Ja, schwer zu sagen. Schwer zu sagen. Das ist eher so wie bei Tron mit den Disco-Werfen. Ach so, okay. Gut, ich muss sagen, ich habe Tron eigentlich nicht so geguckt. Ich drehe mich mal um. Hier seht ihr denn so ein bisschen. Ich weiß nicht, soll das eine Bühne sein? Eine Arena? Keine Ahnung, bla. Ne? Gibt es einen maximalen Punktestand? Ich bin da jetzt auch gerade überfragt. Das weiß ich nicht. Wer so und so viele Punkte hat, hat gewonnen oder geht es um die Zeit? Wenn, dann habe ich ihn noch nicht erreicht. Ach so. Ja, wahrscheinlich geht es um die Zeit, ne? Die Zeit läuft ab und so und wer die meisten Punkte hat, gewinnt. Ganz einfache Regel, denke ich mal. Hier könnt ihr auch noch Spielerdetails gucken von den Leuten. Ah, hier seht ihr das, DeLorean, tada. Der hat mich zu diesem Game eingeladen. Hier könnt ihr auch den Spieler melden oder Spieler stumm stellen. Aha. Nein, wollen wir aber natürlich nicht machen. Wollen wir natürlich nicht machen. Details verbergen. So sehen eure Hände aus mit euren Handschuhen. Total cool. Ja, mein Kumpel, wer auch immer das ist, der macht ein bisschen Faxen da drüben. So. Auf jeden Fall müsst ihr auf euer Kabel aufpassen und was in eurer Umgebung ist, weil ihr müsst, wie gesagt, ausweichen, werfen, alles blocken. So. Oh. Jetzt bist du. Ja, jetzt bist du natürlich mit den anderen drin, ne? Ich bin das mit dem anderen drin. Okay. So, dann müsst ihr dieses komische Teil hier aufnehmen. So, dann. Das ist aufregend! Chaka. Ein Deutscher auf jeden Fall. Okay. So. Da ist mein Ball. Den versuche ich, ihn irgendwie abzuwerfen. Und ihr habt hier an der Faust quasi auch noch so eine kleine Abblock-Ecke. Euer Schild. Uiuiui. Abblocken. Ja! Trevor! Bitch! Boah, du nennst mich Bitch, du! Geht ja gar nicht. So. Puh, hier kommt man ganz schön. Ah, jetzt hat er mich auch erwischt. Verdammt. Das kriegt er zurück. Wie gesagt, euer eigener Ball kann auch ganz schön gefährlich werden. Oh, shit, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Jetzt hat mich mein eigener Ball mich getroffen. Was mache ich, du? So. Oh, scheiße, faul.
auf jeden Fall sehr sportlich. Komm, DeLorean, kannst auch ein bisschen was dazu erzählen? Ich muss mich hier gerade ein bisschen konzentrieren. Ja, du hast ja eigentlich schon ziemlich viel erzählt. Stimmt eigentlich. Ja. Schon mal ein paar, Junge. Die Leute können doch einfach mal zuschauen, wie toll du das spielst. Oh ja. Schafft der noch einen Punkt oder schafft der keinen Punkt? Ah, ja, komm! Wir wollen noch gewinnen hier! Oh, nein, kein Mensch will gewinnen. Niemals! Oh. 30 Sekunden noch. Auf geht's, sonst kommt hier die Entscheidungsrunde. Oha! Nein! Oh. Nein! Das schaut aber schlecht aus für dich. Oha! Oh, meiner schläft ein. Na komm schon. Das wird nichts mehr. Nein. Oh, leider verloren. Verdammt. So, wer darf als nächstes? Ja. Derjenige, wo sich jetzt auch bei Schlange beitreten anmeldet. Okay. Aber eigentlich würde ich ja gern gegen dich antreten. Ja, ebenso. Ebenso. Bisschen Übung macht den Meister, ne? Hier habt ihr dann eine kleine Tabelle, dann seht ihr, gegen wen ihr gespielt habt. Punktestand, Punkte durch Würfe, Zahl der Würfe. So, jetzt können wir uns anmelden für die Schlange. Okay. Und dann warten wir einfach die zwei schnell ab und dann können wir nochmal eine Runde. Genau. So, ich zeige dir nochmal weiter hier. Wurfgenauigkeit 36, er 21. Punkte durch Abwehr hat er 1. Hallo, hallo, hallo. Abwehranzahl 13, 18. Hallo. Abwehrgenauigkeit 0%? Ich? Wurst. Okay. Ja, auf jeden Fall ein Spiel, was jemanden richtig fit machen kann. Also, ja, dafür braucht er Kalorien, ne? Oder was hast du, DeLorean? Richtig, viel essen, dann kann man auch viel Spark spielen. Auf jeden Fall. Ich denke mal, das wäre so eine coole Idee für ein Turnier. Müssen wir nur mal gucken, wie man sowas gestalten kann. So. Ich würde das auf jeden Fall cool finden, wenn ihr euch das Spiel auch holen würdet. Dann könnten wir alle mal so ein bisschen gegeneinander spielen. Sparken. Ein bisschen absparken. Absparken. Auch gut. Ach so, wenn ihr durch diesen einen Kreis da trifft, dann bekommt ihr einen Strike, wodurch euer Ball schneller und größer wird. Nur so als Hinweis. Ach, der wird da schneller und größer? Das hat mir gar nicht aufgefallen, siehst du? Tja, das habe ich im Tutorial gesehen. Das ist dann aber quasi der unmittelbare Wurf nach dem Strike, oder? Ich glaube nicht unbedingt, nein. Ach, das sind diese Blitze, jetzt verstehe ich das, diese kleine Zahl. Diese hier? Nach jedem Strike kriegst du so einen und nachdem du dann wieder geworfen hast, ist er dann wieder weg. Okay. Nee, dein Blitz ist noch da, auch wenn er geworfen hat und hat nicht getroffen, also war er trotzdem noch da. Okay. Jetzt hat er getroffen, jetzt hat er den Spieler getroffen. Genau. Und dadurch ist sein Blitz jetzt wieder weg. Also man kann die, glaube ich, sammeln und das wird dann immer mehr. Richtig, richtig. So, und dann kommt hier so noch eine Leiste, denke ich mal. Das geht darum, wie lange man den Ball in der Hand behält. Behält man den länger als diese Leiste, hat man automatisch, glaube ich, verloren. Ihr habt dann hier noch so ein quasi ein Foul. Hier könnt ihr Foul sehen. Das ist quasi diese Linie. Dieses Feld, ihr müsst immer, wenn ihr wirft, hier rüber werfen. Sonst habt ihr einen Foul. Was bezweckt der Foul? Genau. Hab ich auch nicht aufgepasst. Scheiße. Was war das noch? Scheiße. Man hat Foul. Ja. Ja. Wer will schon faule Eier, ne? Wer will schon faule Eier? So, jetzt müssen wir noch 27 Sekunden warten. Wollte schon fast Minuten sagen. Das wäre ein bisschen sehr lang gewesen. Das wäre dann bis fertig dann auch. Ja, wie gesagt, ihr könnt hier jederzeit Spieler einladen und so in diese Lobby. Geht nur halt maximal zu viert, wenn ihr denn eine leere Lobby habt. Gleich eure drei Freunde einladen und der Raum ist euer.
Vielleicht wird das ja noch ein bisschen privatisiert mit einem Patch oder so. Müssen wir mal abwarten. Wäre gewünschenswert. Wäre gewünschenswert. Ja. Aber so lernt man wenigstens noch ein paar Leute kennen. So, jetzt sind DeLorean und ich dran. Jetzt geht's dir. So, ein bisschen Rücksicht, ja? Ich bin schon alt, ja? Okay, ja, ich bin auch nicht jünger. Ich bin 35 und du? Okay. Ich lass den Vortritt. Oh, ich hab meine Frau geschlagen! Nein! Doch! Was machst du für so? Sie läuft hier gerade an mir vorbei und ich hab sie nicht. Scheiße! Oh nee. Kannst du danach wieder gut machen. Oh, ja, ich glaub. Na toll, was soll das? Okay, auf geht's. Okay. Oh. Zeig mal, wie du das kannst, du Ex-Tennis-Spieler. Verdammt nochmal. Okay. Oh. Was mache ich denn hier? Komm, jetzt lass mir auch mal eine Chance hier drüben da. Oh. Ey, der zieht mich ja so ab. Ey, das sah vorne aber nicht so aus. Noch so verwirrt, weil ich meine Frau geschlagen habe. Ja, wahrscheinlich. Nutze ich natürlich gleich aus, diese Verwirrung. Oh, scheiße. Jawohl. Das passiert, wenn man irgendwelche komischen Sachen versucht zu machen. Habe ich mich mit meinem eigenen Ball abgeschossen. Wunderbar, so muss das sein. Na? Nee, eigentlich nicht. Ah, den könnt ihr denn auch quasi wegboxen. Aber auch nur in den einfachen Modus. In den schwereren Modus hast du dann diese Schilder nicht mehr an der Faust. Echt nicht? Okay. Nein. Oh, hat mich erwischt. Oh, oh, scheiße. Oh, dabei war der so schön langsam geworfen. Ich hab da nicht so genau hingeguckt gerade. Oh, der war fies, der war fies. Oh, schon wieder. Oh, das schifft ja ein. Okay, das hat gelangt. Okay. Schade. So. 4-7. Immerhin. Fürs zweite Mal jetzt. Ja. Hast du gut gemacht. Danke. Ich weiß jetzt gar nicht, für wie viel Euro ist das Spiel gerade da? Ich glaube, für 29 Euro ist der reguläre Preis und wir haben es 23 gekauft. Richtig, weil das noch bei der Vorbestellung noch so einen kleinen Rabatt gab. Genau, so war das. Das Spiel hat insgesamt, ich glaube, 4,5 oder 4,8 Gigabyte. Ja, ansonsten wüsste ich auch nichts Großartiges dazu erzählen. Einfach ausprobieren. So, ich werde noch mal ein bisschen weiter üben. Danke fürs Zuschauen. Danke DeLorean fürs Spielen. Bitteschön. Na, denn bis zum nächsten Mal. Gerne liken und besorgt euch auch das Spiel. Das ist echt cool. Wie gesagt, Grafik ist geil. Und ihr kommt echt gut ins Schwitzen. Gut. Richtig schön Sport treiben hier. So. Ja, richtig, mein rechter Arm tut schon weh. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Germany Foxy und DeLorean. Ciao, servus.